Rieche rein, Ritz. Ja, schön in meinen neuen Monitor. Aber ich habe gehört, was man früher noch gar nicht wusste, ne? Wenn man jetzt, was weiß ich, in einem Lied oder so, man hat ja noch CDs damals gehabt, ne? Hätte man, dass man sich das ankreuzen sollte auf der CD, dann findet man die Stelle des Lieds wieder schneller wieder. Man hört es dann Hat auch. einem früher keiner gesagt. Auf der Kassette mit dem Filzstift markieren. Genau. Das geht auch. Videokassette ist gleich. Oh, ich sehe schon wieder. Mir kommen die Tränen vor Lachen. Jetzt ist es schon wieder soweit. Ich glaube, ich fahre doch gleich anders. Ich muss hier zu oft wenden. Habe ich hier natürlich auch wieder ein Fitzel offen gelassen. Den kalken wir noch weg. Ich muss auch meine Sichtweite mal wieder unbedingt hochstellen. Die habe ich bei mir auf. Ich hatte es ja mal runtergeschraubt, weil ich auf der großen Auflösung gespielt hatte. Da hatte OBS ja irgendwie Probleme mit. Aber da ich das ja jetzt wieder auf normal 1920 spiele, kann ich auch die Grafik wieder hochschrauben. So, aber dann muss ich da oben an der Kantenfeldrand, Bums, Dings da oben auf jeden Fall anfangen. Da ist nämlich gerade. Von drüben nach Nüben. Ja. Und von schräg nach diagonal. Ja, nach vorne hinten. Aber immer gerade bleiben an einem schrägen Ding. Ja, mal gucken, wie sich das gleich ergibt. Aber ich finde, so wenig ist gar nicht passiert bisher. Ja, wir Das haben Grün ein bisschen ist was schon jetzt gemacht. da. Ja. Flügen ist nicht gerade ohne. Richtig. Ja, gut, immer ist ein 10 Meter Flug, aber wir haben halt auch, also es ist vom Heck, von der Hektaranzahl her schon ein bisschen Feld, was wir haben. Ja. Also der Gemüsegarten ist anders. Gemüsegarten. Aber toll finde ich, dass man den Kalk auch auf Felder draufklatschen kann, die einem gar nicht gehören. Die Mitspieler bedanken sich. Ja. Schon können sie sparen. Die Frage ist, ob das auch dann bei denen angerechnet wird. Das weiß ich natürlich nicht. So. Schlepper wechseln. JCB. Seit wann? So, jetzt bin ich wieder schnell. Überladewagen schnappen und dann fahre ich mal zum Kalk-Dingesbumsens. 125.000 Liter Kalk holen. Ich habe heute 39 Tonnen Bulldozer weggebracht. Hast du schon ETS gezockt? Ja, musst du das unbedingt testen. Ja.
Okay. 39 Tonnen, also da kam ein LKW vor mit 400 PS. Ja. Man, gut, dass man schon einen 750 PS Volvo hat. Wo war Kalk? Irgendwo in der Stadt, ne? Unten rechts. Bei der BGA in der Stadt irgendwie, glaube ich. Kalkstation. Bei der BGA, als wenn du aus dem Ort rausfahren möchtest. Kurz vorm Ortsausgang auf der rechten Ah, da Seite unten. rein. Ja. Also der hat zwei Einfahrten. Das ist Ich fahre gut. weiter vorne rein, lad voll und dann wieder raus. Dann habe ich einen richtig schönen Grundkurs und muss nicht irgendwo rangieren beim Umdrehen und etc. Ding, ding. Schade, dass die Blitzer noch nicht gehen. Hatte. Ja. Es war im LS17 so teuer. Richtig, da muss man sich mal ein bisschen an die Verkehrsregeln halten. Nicht ist das die immer, wenn dann BGA? richtig. Ja, Milchviehbetrieb? Dann wird das auch die BGA sein, denke ich. Ja, du musst weiterfahren. Raus, aus, da rechts. Ach so, ja, doch stimmt. Jetzt sehe ich auch, dass ich zu früh bin. Und hier gar nicht reinkomme, wo ich hin will. Nee, das sind zwei getrennte. Oh, Kunst. Jetzt müsste es reingehen. Hier, ja. Genau gegenüber von da, wo wir immer spawnen. Ja. Das noch nicht. Bin noch nicht nah genug dran. Immer noch nicht. Jetzt hat bloß der geht nicht. Ach, ich muss die Plane aufmachen, dann geht das auch. Einen Lego Technik Bugatti. So, jetzt bin ich mal gespannt, was die 125.000 Liter kosten. Das wird auf jeden Fall nicht günstig. Und schon macht sich der Überladewagen auch bezahlt. Ruf schon mal die Bank an, falls du einen schnellen Kredit brauchst. Ja, es ist Sonntag, ist schlecht. Ja, hast keine Handynummer. Nee, haben sie mir nicht gegeben, die wissen schon warum. Ah, die eine Braunhaarige mit den langen Haaren, die hat doch immer die Handynummer gegeben. Nicht mehr. Ist die noch da? Ich dachte, die hat gekündigt. Nein, die wurde noch nicht gekündigt. Okay. Erst nachdem sie uns den Kredit gegeben hat. Ey, das dauert aber. 15.000 Liter gerade erst drin. Ja, da kannst du eine rauchen. Genau das wollte ich mich gerade sagen. Ich werde nämlich jetzt nochmal eine Pause machen in der Zeit. Bis dahin ist das Ding auch durch. Ja, gibt wieder einen kleinen Schnitt. Pause vorbei und auch gerade jetzt ist der Überladewagen fertig geworden. Hat ganze 28.000 Euro gekostet, die Nummer. Ist ein Schnäppchen. Wo ich jetzt mal gespannt bin, wie er sich anstellt, die 125.000 Liter zu ziehen. Oh, dieser blöde Tempomat. Orts raus Richtung Hof ist doch ein Berg. Ja, genau. Das wird gleich lustig. Und ich kann auch nämlich hier rausfahren, wie du ja eben schon meintest. Oder? Nee, wo ist denn hier die Was? Ausfahrt? Weiter hinten ist noch mein Tor. Also Richtung Ortseinsatz. Hä?
Ja, das ist hier an dem Milchviehhof, wo ich eben schon war. Ich hätte hier durchfahren können eben. Das war die erste Einfahrt, die ich reingefahren bin. Hätte ich einfach nur weiterfahren brauchen, dann wäre ich auch da hinten hingekommen. Aber so, im Moment zieht er das erstmal locker flockig weg. Da tut er sich überhaupt nicht schwer. Na gut, Kalk ist jetzt vielleicht auch nicht allzu schwer, ne? Kalk Was wiegt nicht sagen? viel. Was? Die Anzeige stimmt aber überhaupt nicht. 1,3 Tonnen, total 3 Tonnen? Das halte ich aber für ein Gerücht. Hochreif? Ja, wahrscheinlich 3 Tonnen pro Reifen, den ich. Ja, also 125.000 Liter Kalk, die da jetzt hinten drin sind. Also, ich denke mal, so auf 30 Tonnen kommst du dabei trotzdem. Plus der Fahrzeug und Anhänger. 20 Kilo Blei oder 20 Kilo Kalk? Aber ich knall hier gemütlich mit meinen 80 lang. Gar kein Thema. Und leck. Ja, bei mir hat es auch gerade gezuckt. So, dann klappen wir das Röhrchen mal hier geschmeidig aus und kippen das genau da drüben rein. So, denken, da. Cool, Filter, muss ich nicht mal was drücken, füllt er direkt automatisch auf. Jetzt wäre natürlich Follow Me ganz cool, ne? Dass der die ganze Zeit hinter mir herfährt. Aber gibt es, glaube ich, noch nicht, oder? Nee, davon habe ich noch gar nichts gesehen. Wobei das wahrscheinlich eine der Mods wäre, die noch relativ einfach zu programmieren wäre. Vermute ich. Da bin ich über. So, mal gucken, wie viel Bahn ich jetzt schaffe mit der Ladung. Macht das schon wieder. Bebe, Das bebe, ist mein GPS. Meinst du das? nein, dieses Dü-dü. Jetzt? Dieses. Nein. Jetzt? Nein. Gut, dann bin ich es doch nicht. Das ist bei mir das ist. Ruft dich jemand an auf dem Discord? Nein, nein, das ist, wenn irgendwer irgendwas von irgendeinem Discord, der ich mit in der Liste habe, weißt du, Ach irgendwas so. macht. Nee, das. Ja, ich Erlass. hab, deswegen habe ich Discord komplett stillgeschaltet. Das ist die Zeit, wo ich den Disk benutzt habe, das war voll belastend. Ich habe hier immer gedacht, irgendwer will was. Bin ich am Durchklicken gewesen, wo wer was will und hab nichts gefunden. Kenne ich. Und deswegen habe ich dann einfach irgendwann komplett stillgeschaltet. So, jetzt baller ich mir hier auch noch ein Vorgewende hin. Hier brauche ich ein bisschen Platz. Und eine neue Garage habe ich mir geholt. Alter. Expandierst ja, Junge, das gibt's ja gar nicht. Was? Blumen rollen. Ja. Er muss aber auch irgendwann wieder zurück. Genau. Sonst wird irgendwann alles Richtung Bank rollen. Fünf und sechs LKW. Fünf.